Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Darkwood. Ich freue mich. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Darkwood spielen kann. Es ist einfach so ein großartiges Spiel. Und ich habe nur eine Entdeckung gemacht. Ich habe nach der letzten Episode... sehr schön. Oh, Steine, sehr gut. Das lasse ich da, das brauche ich nicht. Habe ich nur ein bisschen weiter gespielt. Ich habe mich da nur weiter erkundigt, würde ich sagen. Ich habe nur weiter erkundet. Und ich habe da nur ein Haus entdeckt, was ich überhaupt noch nicht gelootet habe. Und ich bin... Also ich habe es jetzt mittlerweile schon gelootet. Ich habe super tolle Entdeckungen in diesem Haus gemacht. Ich werde euch das jetzt sagen. Das ist unterhalb von der Hühnerfrau. Da oben ist der Hühnerstall und drüber ist die Hühnerfrau. Und jetzt gehen wir da rein. Ist das... Das ist schon das Haus. Ja, ja, ja. Da habe ich schon alles durchsucht. Ich weiß nicht mehr, wo genau, aber es war in dem Haus. Da habe ich die Kette. Eine lange, stabile Kette habe ich gefunden, liebe Leute. Und ihr wisst, wofür wir die brauchen. Nämlich für den einen Brunnen da, wo irgendwas ist in dem Brunnen drinnen oder so. Okay, die hat irgendwas verwirrtes Zeug hat die gekriegt. Und da. Eine Notiz. Ärztliche Anweisungen. Eine Kräutermischung im Ofen verbrennen. Liebstöckel, Kamille, Brennnessel. Den Patienten warm halten. Zweimal am Tag ein Esslöffel Sauerkraut. Sauerkraut? Weiß ich nicht. Okay. Ich hab's mitgenommen. Ich weiß nicht, für was wir die Notizen da brauchen, ehrlich gesagt. Dann geht's da weiter, liebe Leute. Da hat er dann irgendwas gesagt, unser Charakter, sowas wie, boah, es stinkt voll verfault oder irgendwie so. Und da ist eine verkohlte Leiche. Ich glaube, die hat die Kette gehabt. Ich glaube, die Leiche hat die Kette gehabt. Achso, warte mal, da ist das Sauerkraut-Ding wahrscheinlich da oben da im Ofen. Vom Arzt, die Medizin da. Okay, das ist jetzt anscheinend... Da ist ein Plus. Überprüfen. Seine Arme und Beine sind mit einer Kette gefesselt. Ja, die Kette habe ich dann aufgesammelt. Okay, eigentlich... Also die Notiz, was da gelegen ist, die habe ich ja vorher nicht gelesen, was da war, ne? Weil eigentlich haben wir gedacht, da ist die Kombination oben, der zweite Teil, ne? Für die eine Truhe da, was wir brauchen. Oh Mist, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was ist denn da los? Warte mal, falsch. Ich hätte kurz ins Journal schauen. Echt ekelhaft, die Puppe. Foto vom Arzt. Ein Kreuz, ein Holzkreuz voller Schlamm und Zweige. Weil ich hab da gern Fleischwolf, habe ich glaube ich auch aufgesammelt, wo ich nicht aufgenommen gehabt habe. Der schaut da echt bäh aus und ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich den. Warum nehme ich denn das mit? Wir sind ja auch voll krank eigentlich, oder nicht? Ärztliche Anweisung ist, haben wir gerade gelesen. Nummer 1 und das ist die Nummer 2. Lösung zum Entfernen von Darmparasiten. Die Kritzel eines Verrückten, das brauchen wir eigentlich. Warte mal, hat sie bei unserem Tagebuch da irgendwas? Biotrek. Der Bruder der Hühnerlady. Die alte Dame, die bei den Hühnern lebt, hat mir gesagt, dass das Plastikhuhn ihren Bruder gehört, der vor ein paar Tagen verschwunden ist. Sie hat mir ein Foto von der Person gegeben, mit der sie ihn zuletzt gesehen hat. Es ist der örtliche Arzt. Ich habe den Wichser erkannt. Das ist doch der Arzt da, ne? Der was am Feuer huckt wahrscheinlich. Also ich glaube, dass das der Arzt ist, weil bei dem ist die Arzttasche da gelesen. Ach Gott, gelegen. Der seltsame Junge.
Ich habe im Dorf einen Jungen getroffen. Er sagte mir, dass die Hühnerlady, die hübsche Lady, Lady in ihr Haus eingesperrt hat. Der Junge will sie unbedingt sehen, aber die alte Frau lässt ihn nicht, Punkt. Er hat mich gebeten. Er hat mich gebeten, den Schlüssel zu ihrem Zimmer zu finden. Er wartet in seinem Versteck in einem Kornsilo auf mich im südöstlichen Teil des stillen Waldes. Der Schlüssel zum verschlossenen Zimmer. Der Junge hat mir offenbart, dass ich im Dorfbrunnen einen Ersatzschlüssel zum verschlossenen Zimmer im Haus der Hühnerlady finde. Klingt absurd, aber es ist die einzige Spur, die ich habe. Foto vom örtlichen Arzt. Der Junge mit der Geige hat auf dem Foto, das die Hühnerlady mir gegeben hat, den Dorfarzt erkannt. Er behauptet, er sei ein guter Mann. Angeblich hat er den Dorfbewohnern geholfen. Mir hat er auch geholfen. Und dann hat er sich meinen verdammten Schlüssel geschnappt. Genau so war das. Aber in dem Silo war man ja schon. Was, der Junge? Wollte sie da mit irgendeinem treffen in dem Silo? Aber da war ja gar keiner. Naja, okay. Wir kennen jetzt, komme ich da durch rein, was oben rum. Sehr schön, da komme ich durch. Okay, jetzt wird es aber interessant. Jetzt haben wir da nämlich den Schlüssel. Dann können wir die hübsche Lady befreien. Ich hoffe, die ist wirklich hübsch. Und dann wird sicher die Hühnerlady auf uns losgehen oder so. Und die Hühnerlady ist ja dann gar nicht so eine nette Lady, ne? Wenn die da die eine einsperrt. Oh Gott. Oh, nimm mir auf. Ja, ich nehme auf. Hineingehen. Mann, die aber doch, die holt einfach so einen Schlüssel jetzt hoch mit der Kette. Zur Oberfläche zurückkehren. Wie soll denn das gehen, dass sie da zurückkehren kann? Boah, das Spiel ist einfach so genial, ich liebe es. Ja, gut, ich nehme die Fackel her, ist schon gut. Ich schaue immer so am Boden, ob da irgendwelche Nummern oder so stehen. Oha, was ist das jetzt? Kann ich mit der Fackel zuhauen? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. Ja Gott, das ist halt schon mal ein Beweis, dass wir da nicht allein sind. Ja. Boah, Scheiße. Hallo? Ich hätte einfach nur gern. Lauft da die Zeit eigentlich weiter? Ich hoffe nicht. Nein, die Zeit bleibt stehen. Oh, das ist gut. Danke, liebes Spielchen, dafür. Okay, das schaut echt ekelhaft aus. Ich bin gerade am überlegen, ob ich zurückgehe wegen die Pilze. Hallo?
da wieder so ein blödes Labyrinth, oder was? Sackgasse. Nice. Na, nicht laufen. Ich werde die Energie brauchen. Wisst ihr, wie das ausgeschaut hat? Das hat ausgeschaut wie so ein Viech, was wir auf der einen Brücke gesehen haben. Im Übergang zum alten Wald. Okay, mit der Fackel auf keinen Fall zuhauen. Ist gemerkt. Oh Gott! Oh Gott! Ist denn da jetzt alles? Haben die mich vergiftet? Oh Gott, ich hoffe, ich komme von da irgendwie raus. Ah nein, die Pilze haben mich vergiftet. Ich bin ja in die Pilze reingerannt. Was sehr ärgerlich ist natürlich. Jetzt sind wir da in dem einen Haus. Nee, aber da mag ich nicht mehr rein. Holzscheite. Na, oh, ich hoffe, ich komme da raus, bitte. Aber sehr gut, sehr viele giftige Pilze haben wir da. Die geht schon mal auf. Plastikhühner. Okay. Und Brot. Ei, Ei. Armeemarke. 19 Mag cool irgendwas. Okay. Ganz ruhig. Die Tür geht natürlich auch auf. Okay, ich komm da hier raus. Aber ich habe jetzt das Scheiße, ich habe halt jetzt. Ja! Ich habe halt jetzt keinen Schlüssel gefunden. Das ist irgendwie mein Problem. Ganz viel gute Hühnereier. Schlüssel. Mit Hühnerkot verschmierter Schlüssel. Boah, das ist der erste Schlüssel, den wir in dem Spiel gefunden haben.
Okay, da kann ich nichts looten. Einen Schlüssel. Gut, aber da muss ich eh nicht raus eigentlich, oder? Nee, kann ich doch. Nice. Wobei natürlich schon gern unten noch alles erkunden möchte. Wir merken uns das für die Zukunft. Natürlich. Ist notiert. Okay, da hat jetzt doch gern nochmal kurz zurück in unser Haus. Wegen die Pilze zum Einsammeln. Also was wir da eigentlich so mit haben. Das ist geschwind verkochen kann. Ich glaube, ich gehe gerade komplett falsch. Ne? Was? Also weg, ihr kleinen Hühner! Da, das ist der Arzt. Ja, kleiner Stinker. Du kommst schon nur dran, du kleines Würstel. So. Wir gehen durch das große Loch. Was war das jetzt? Ah, ich hab die Lampen da schon rausgeschoben. Und das kann ich mir gar nicht erinnern. Aber hab ich anscheinend gemacht. Okay. Ah, Mist, ich hab noch die kann die Hühnereier kochen. Das geht gar nicht. Was mache ich denn mit den Hühnereier? Kann ich die erschießen, so als Waffe oder so? Oder einfach nur verkaufen halt dann. Gut, ich hab absolut keinen Platz mehr. Macht nichts. Wir gehen dann jetzt zurück zur Hühnerlady. Hey, es macht echt so viel Spaß auch mit der Abkürzung, dass sie es gemacht haben. Das finde ich echt gut. Na, Hühnerlady ist. Glaube ich da drüben, oder? Yes. Gut. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Warte mal, vielleicht kann ich. Sagt die nächste Henne mit komischen Gackern. Ich wünscht, ich hätte einen Käfer zum Knappern. Als sie dich erblickt, hört die alte Dame auf zu summen. Was willst du? Okay, hat mir gedacht, weil ich habe da jetzt so viel Kunststoffhennen eingesammelt. Ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert sie die auch für das. Da passiert. Aber gesund. Hört sich die Sahne an. Ich werde dich befreien, hübsche Lady. Mit Hühnerkot verschmiert der Schlüssel. Hui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich hab den Stoff weg da und jetzt. Jetzt hab ich sie gesehen. Deck mich zu, bitte! Was, wenn nicht? Alter, warum werden die so? Ein Laken und ein paar abgewetzte Hosen. Oh ja!
geil. Alter, scheiße, die macht mir echt... Ganz, ganz viel Angst macht mir die. Ein Haufen zerknitterter hinter der Kiste, ein bisschen so, hat jemand geschlafen. Ehering. Mein Inventar ist voll. Die Fackel ist sowieso gleich leer, Leute. Schaut, wie viel Leben die hat. Kann ich da absperren auch wieder? Nein! Nein, kann ich gar nicht. Oh Gott, die Hühnerlady wird jetzt echt besser, oder? Frau Hühnerlady? Sagt nicht, deine komischen Gackern. Ich wünschte, okay, das hat schon gesagt. Die arme Hanuska ist wahnsinnig geworden. Ihr Typ hat sie mit der Scheußlichkeit da geschwängert. Sogar die Hunde haben Schwanz eingeklemmt und gejault, als sie es gesehen haben. Armes Mädel. Sie haben ihren Typ in seiner Hütte verbrannt und das grausame Ding fortgebracht. Da hatten alle Bammel. Kein Wunder. Die alte Dame lächelt freundlich und offenbart ihre gelben Zähne. Ist schon lang her, aber du weißt es noch genau, nicht, meine kleine Henne? Okay. Aber warum hat sie... Ist das ihr Kind, oder? Okay, schauen wir, ob der Typ beim Traktor da ist. Er ist zum Silo gegangen. Jetzt check ich's, oder? Der Typ ist zum Silo sicher gegangen. Okay, müssen wir auch nochmal hingehen. Ich glaube, dass wir da jetzt so weit alles haben. Okay, die Frage ist, ist das Silo jetzt... Also ist es gescheiter, wenn ich zurückreise oder ob es näher von da ist? Ich schaue jetzt einmal. Karte. Oder der Wolf ist ja auch gleich da. Okay, warte, jetzt schauen wir zum Wolf. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen wegen der Uhrzeit. Camp des Wolfs. Ich rieche deinen Gestank einen Kilometer gegen den Windfleisch. Ja, ganz was Neues. Herr Wolfmann. Ich fasse es nicht. Ich kann mir einen hübschen Neuglein kaum glauben. Du hast es geschafft. Ich muss zugeben, du bist ein ziemlich findiges Stück Fleisch. Alter, jetzt hör mir auf damit. Der Wolf lächelt und zeigt dabei seine spitzen Zähne. Zeit für die Einzelheiten. Folge dem Pfad am südlichen Rand. Oh Mann, da war ich schon. Des stillen Waldes. Du erreichst ein Dorf, wo du ein altes Weib findest, das nach Hühnern stinkt. Sprich mit mir. Sprich mit mir. Vielleicht findest du etwas Interessantes heraus. Sprich mit ihr, oder Amanda? Aber sei wachsam, Kamerad. Lass dich von ihrem lieben Gesicht nicht in die Irre führen. Die egoistische Schlampe hat hinter der verschlossenen Tür im Haus etwas, was nicht ihr gehört. Etwas, was ich haben will. Bring mir den Schlüssel zu dieser Tür und ich sag dir, wo du findest, was du verloren hast. Ein faires Angebot, Kamerad. Ein Schlüssel gegen einen Schlüssel. Gut, dann leg los an die Arbeit. Sieht ganz so aus, als wollte dich sonst niemand einweihen. Hör zu, die Einwohner unseres reizenden Dörfchens haben sehr viele Geheimnisse. Schätze.
die sie mit niemandem teilen wollen. Diese egoistischen, hinterlistigen Halunken. Sie glauben, sie wären was Besseres, weil sie Menschenschnauzen haben. Sie behandeln uns wie Aussätzige. Aber weißt du was? Scheiß auf sie. Wir sind Kumpel, oder? So weit würde ich nicht gehen, Wolfmann. Solltest mal aufhören, mich Fleisch zu nennen. Und die? Die haben es verdient, bestraft zu werden, Fleisch. Ich hab gesagt, das ist aufhören, mich Fleisch zu nennen. Der Wolf kommt näher. Hörst du das Quietschen? Das ist eines ihrer Geheimnisse. Der Wolf grinst, während er das ferne Geräusch genießt. Finde den Schweinestall, Fleisch. Sorg dafür, dass das Quietschen aufhört. Und der Schatz gehört uns. Also alles hat irgendwie mit dem Schweinestall zum Tor, ne? Foto vom Arzt. Schau, schau. Den Quacksalber kenne ich. Ein Niemand. Ein drittklassiger Arzt. Beschissener, unnützer Nichtskönner. Aber er hat's trotzdem geschafft, dich mit dem Schlüssel übers Ohr zu hauen. Kamerad? Ich mag ihm den Schlüssel nur nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich hätte vorher zum Silo gehen. Ja, aber er hätte ja die Kette gekriegt, ne? Okay, jetzt pass auf. Kann ich irgendwas verkaufen? Obwohl, brauche ich was bei ihm? Wobei es sicher nicht schlecht ist, wäre ihm ein bisschen Guthaben zu haben. Guthaben zu haben. Ganz genau. Würde ich verkaufen? Ja, aber irgendwann werde ich doch keine Schrotflinten haben, oder? Hoffe ich zumindest. Ich verkaufe mal nur Antitabletten. Das ist also. Deal. Okay, ich habe einen Platz frei. Das ist schon mal gut. Zum Silo. Mich hört geschwind zum Silo. Aha! Oh Mann, dass da auch die Elche gibt, das ist ja. Nee! Nee! Er spürt die Geige! Er spürt die Geige, Leute! Er ist da. Hey, Schatz, was wir da übersehen haben. Musikant. Der Junge? Wow, das ist echt ekelhaft, Mann. Ah, deshalb schaut das Silo auf der Karte, hat das da. Die Maske da, ne? Als Symbol auf der Karte. Oh, es ist... Der Junge hört auf zu spielen und sieht nach unten, um einen Blick auszuweichen. Kann ich verstehen. Aber... Man sollte keine Menschen nach dem Aussehen beurteilen, liebe Leute. Na, merkt euch das. Dratschen. Haben Sie das mit der Sau gehört? Die Dörfler halten im Schweinestall in der Nähe. Sie nennen sie die Mutter aller Schweine. Okay, das... ja, weg. Okay. Das ist so hübsch. Kann ich es nur ganz kurz halten? Der Junge tritt den kleinen Gegenstand ungeschickt in seiner überwucherten Hand.
Meine Mama mag sowas. Wo haben Sie es gekauft? Wenn ich groß wäre und das Geld hätte, würde ich ganz viele davon kaufen. Und vielleicht wäre sie dann nicht mehr böse auf mich. Oh nein, ihr warst in der... Ja, Sie sind großartig, Mr. Sir, danke. Der Junge scharrt mit den Beinen, er ist sichtlich aufgeregt. Aber er wirkt auch unruhig. Ob ich ihm den jetzt geben? Oh nein, Sir, jetzt habe ich... Nein, ich habe den Schlüssel gegeben. Aber nicht den Mut. Sie ist viel zu schön, meine hübsche Lady. Schauen Sie sich nur diese Geige an, Mister. Sie wird mich auslachen. Und ich spiele doch immer nur für sie. Eine der Schnüre, mit denen seine Maske befestigt ist, löst sich, oh nein, zusammen mit seinem Ohr. Der Junge befestigt es wieder, als wäre nichts gewesen. Aber vielleicht, meine Mama hat diese wunderschöne Geige. Ich würde sie ja fragen, ob sie mir die leiht, aber sie ist so böse auf mich. Können Sie sie bitte überzeugen, dass sie mir die leiht? Ich gebe Ihnen eine Karte mit Zeichnungen für Sie, als Entschuldigung. Wenn sie die bekommt, ist sie sicher nicht mehr böse und leiht uns die Geige. Sie ist hinter dem Regal. Meine Mama versteckt sie immer da. Bitte, Mister, bringen Sie mir die Geige. Sie haben vor nichts Angst. Und es gibt auch überhaupt nichts, wovor man Angst haben müsste. Ja, wer ist denn deine Mama? Sie finden das Haus meiner Eltern im östlichen Teil des alten Waldes. Wenn Sie mit der Geige von meiner Mama zurückkommen, versuche ich Ihnen einen Termin beim Arzt zu machen. Sie sehen ziemlich krank aus. Was? Echt? Ich warte bei der alten Kirche auf Sie, im nordwestlichen Teil des alten Waldes. Scheiße, jetzt habe ich echt ihr den Schlüssel gegeben. Obwohl, ich glaube, es ist besser so, weil... Ah, der Wolfmann ist so merkwürdig. Er ist wirklich merkwürdig. Kastanien. Oh Mann, die war immer so Kastanienfigure. Figure gemacht. Figure? Nein. Meistens halt nur Igel, weil das am leichtesten war. Was tue ich denn jetzt mit dem? Das Kind reicht mir einen Gegenstand. Ich habe das für Sie gemacht, Mister. Danke. Okay. Naja, der Wolfmann wird jetzt natürlich nicht so gefreien drüber, denke ich. Aber das macht absolut gar nichts. So, wir schauen jetzt einmal, dass wir heimkommen. Schreien. Komisch, dass da keine Typen sind, ne? Oh, das schaut giftig aus. Ja, giftige Leiche. Okay, da ist das Loch, da haben wir uns eigentlich auch noch nicht so wirklich umgeschaut, ne? Aber ich komme da auch nicht rein. Na gut. Ich habe ja einen Pilz eingesammelt. Warte mal, den können wir gleich kochen. Obwohl, jetzt haben wir schon 1000, ne? Ja, aber
Das ist ein Ehering. Was tue ich denn mit dem? Ich habe nicht vor, dass ich heirate. Da habe ich ja so Fahrradklingel, habe ich ja auch noch. Benutzen. Es passiert etwas. Was denn? Jemand hat eine Notiz daran geheftet. Okay, ich weiß auch nicht. Stoffbehälter ist voll. Das ist super toll. Kann ich irgendwas bauen? Oh! Upgrade für die Schnellleiste. Das ist eigentlich ganz cool. Nur eins. Dann kann ich da mehr Sachen benutzen. Ah, die Fackel habe ich jetzt dort gelassen. Na egal, ich kann jetzt nochmal einen Verband oder habe ich da wo Reservebandage? Nö, machen wir uns da noch an. Dann habe ich wieder drei. So, das kann ich da rein tun. Oh Mann, jetzt wird es gleich wieder Nacht. Oh, die Folgen ist ja schon wieder so lang. Naja. Okay. Ihr habt es jetzt gehört, oder? Fahrradmann! Was ist. Was geht da jetzt ab? Habt ihr das gehört? Das hat voll geklingelt. Hey, Boss. Ich will mal ganz ehrlich sein, Boss. Ich hab echt Durst, wissen Sie? Wenn Sie vielleicht ein erfrischendes Getränk für einen müden Reisenden haben, wird sich das für Sie lohnen, Boss. Staub zu Staub, Asche zu Asche, ist das Leben scheiße, her mit der Flasche. Also, meinst du jetzt Alkohol oder was? Schöne Straße, Mr. Bossmann. Oh, der ist mir sehr sympathisch, der nennt mich Bossmann. Lang und gerade. Hier in der Gegend gibt's nur krumme Wege, Mister. Der Mann fuchtelt salopp mit der Hand und verliert beinahe das Gleichgewicht. Okay, wie Alkohol. Ich sage Ihnen was, Mister. Ein guter Schnaps macht alle Wege gerade. Jeden einzelnen. Das ist einfach ein Fahrradmann. Ich hoffe, hab ich Alkohol? Oh Mann, Typ, es ist schon dunkel. Ah, ein guter Jahrgang. Eine Flasche am Tag hält die Monster in Schach. Oh, das wäre schön. Auf Ihr Wohl, Boss. Wenn Sie wollen, Boss, kann ich Ihren Kram aus dem anderen... Oi, du bist der Beste. Aber wo tue ich das hin? Egal, ich will's. Bin dabei wie eine Nonne auf dem Gurkenfeld, Boss. Hä? Alter! Generator activated. Alter, voll cool! Ich würde gerne noch mal ein bisschen speichern. Habe ich gespeichert? Ja. Was ich schauen mag? Ja, nice. Schaut euch das an. Das ist jetzt echt ein guter Ort. Ort zum Kämpfen. Weil. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, in der Nacht oder so die Monster. Die Geister oder so. Habt ihr es gehört? Die Geisterkammern. Es
Es sind, glaube ich, zwei, oder? Ich traue mich gerade nicht schauen. Oh, Entschuldigung. Irgendwann habe ich schon getrunken. Ne? Okay. So vorkommen, dass sie in seinem Haus drin. Okay. Das ist ganz cool eigentlich, dass die Laternen. Da hat er jetzt auch gern die Laternen vom anderen Haus drüben haben. Ah, sehr gut. Okay. Was war das? Scheiße, ich bin im Haus. Nicht ausgehen. Mann, jetzt kommt das wieder. Aber das geht ins Haus nicht rein. Das ist ganz cool. Käfer kämmern wieder. Oh, das ist ein Hund! Okay, ich mag jetzt nicht sterben. Ich mag jetzt nicht sterben. Es ist gleich. Wir haben es gleich geschafft. Oh Gott, bitte nicht. Das war zwar wirklich Action, Leute. Du könntest nicht sagen, es war keine Action. Okay, jetzt mal kurz schauen. Ist da wieder so Gift irgendwo, oder? Nö, alles gut, ne? Okay. Schaut mal, was ich bei dem Händler verkaufen kann. Hühnereier. Das Fleisch. Ich kann halt echt nichts machen mit dem Fleisch, gell?
Okay, ich mache jetzt eine Folgenpause. Die Folgen geht jetzt 47 Minuten. Ist lang genug. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.